Auf Höwe ist der jetzt Innenverteidiger ist bei den Schalkern, nachdem die Königsblauen zweimal wechseln mussten, verletzungsbedingt in der Abwehr. Hoch auf Gurani, dessen Ball ist erstmal bei Altintop, kriegt ihn wieder zurück, das Leder, aber Darm schmeißt sich dazwischen und der lange Ball auf Nippel, der könnte jetzt mal durchschieben, geht da über die rechte Bahn, ist und fast im 16 Meter Raum, passt, Kulaut, die Freistoß von Machin, Tor! Tor! Roberto Kulaut, macht das Tor in der 90. Minute! Ich werde verrückt! Roberto Colauti haut das Ding unten links rein und das Stadion steht Kopf, die Tribüne steht Kopf und ehrlich gesagt, ich stehe auch fast Kopf. Wahnsinn, in der letzten Minute! Die Nachspielzeit, die bricht jetzt hier sofort.